Liebe Kollegen, die Ratingagenturen haben sicherlich nicht die globale Finanzkrise ausgelöst, aber sie haben meiner Meinung nach maßgeblich zu ihrer Verschärfung beigetragen. Als in Amerika die sogenannten strukturierten Finanzprodukte entwickelt wurden auf der Basis der Subprime-Hypotheken, haben die Ratingagenturen dieses Vorgehen unterstützt, indem sie quasi im Fließbandverfahren täglich Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Produkten bewertet haben. Sie haben dabei auch Interessenkonflikte in Kauf genommen, indem sie die Emittenten mit Rat und Tat unterstützt haben bei der Gestaltung dieser Produkte. Und sie haben nach wie vor behauptet, sie würden ja nur eine Meinung äußern, obwohl sie genau wussten, dass de facto ihre Ratingnoten als Gütesiegel benutzt worden sind. Mein Bericht geht auf eine Vielzahl von Schwachstellen ein und macht Vorschläge in der Hoffnung, dass die Kommission, wenn sie im Herbst ihren legislativen Vorschlag vorlegt, einen Teil dieser Vorschläge vielleicht aufnehmen kann. Ich mache fünf Vorschläge. Erstens, die Abhängigkeit von Ratings muss reduziert werden. Wir stellen in der Praxis fest, dass das regulatorische Umfeld dazu geführt hat, dass vielfach Ratings unbedingt benutzt werden müssen. Von Banken, von Versicherungen, von Pensionskassen etc., die ihre Gelder anlegen. Basel II hat dieses ganz deutlich gemacht. Und de facto sind die Ratingagenturen zu sogenannten regulatorischen Zertifizierungsstellen geworden. Wir sollten wieder die Möglichkeit eröffnen, dass Marktteilnehmer, vor allem institutionelle Anleger, die über das eigene Know-how verfügen, tatsächlich ihre Eigenverantwortung wahrnehmen und nicht die Verantwortung für Anlageentscheidungen de facto outsourcen. Es muss drittens festgestellt werden, dass Anleger nur anlegen sollen, wenn sie das Produkt tatsächlich verstehen und sich nicht darauf hinausreden, dass sie eben ein Triple-E-Produkt automatisch gewissermaßen zum Ziel ihrer Anlagestrategie machen können. Zweitens, wir müssen sicherstellen, dass die Informationen, auf denen die Ratingagenturen ihre Entscheidungen treffen, öffentlich zugänglich sind, dass man sie versteht und dass man auch weiß, welche Modelle sie nutzen. Das führt zu Transparenz, das erleichtert auch die Eigenbewertung von anlegesuchenden institutionellen Anlegern und es hilft auch, sogenannte unsolicited ratings zu ermöglichen. Wir sollten uns in diesem Zusammenhang auch überlegen, ob nicht der Vorschlag, den die USA in Erwägung ziehen, sinnvoll ist, nämlich dort, wo nur eine Ratingagentur vom Emittenten ausgesucht wird, eine zweite durch eine unabhängige Stelle ebenfalls zu einem Rating zu ermuntern und diese zweite Stelle dann auf der Basis der öffentlich zugänglichen Informationen arbeiten zu lassen. Drittens, wir brauchen mehr Wettbewerb. Wir haben de facto ein Oligopol. Die drei Ratingagenturen, die es gibt und die weltweit tätig sind, kontrollieren 95% des weltweiten Geschäftes. Sie erwirtschaften eine sogenannte Monopolrente von 40% Umsatzrendite. Und deswegen schlage ich vor, dass wir eine europäische Ratingagentur aufbauen. Ich meine, die sollte auf der Basis eines Stiftungsmodells sein und die Anschubfinanzierung sollte der Finanzsektor durch zu verzinsende Kredite ermöglichen und nach 5 Jahren weiß man dann, ob es funktioniert und dann müsste diese Stiftungsratingagentur auch ihre Mittel zurückzahlen, die sie bekommen hat. Es gibt aber sicherlich andere Möglichkeiten. Es wäre auch sinnvoll, vielleicht national und regional tätige Ratingagenturen in Form eines europäischen Netzwerkes arbeiten zu lassen. Viertens, wir haben eine Frage noch des Zahlmodells. Im Moment ist es so, dass der Issuer Pays, das ist das Modell, was in der Welt im Wesentlichen funktioniert, also der Emittent zahlt. Hier gibt es natürlich Interessenkonflikte, die kann man reduzieren, dadurch, dass es keine Beratung des Emittenten mehr gibt, dadurch, dass die Aufsichtsorgane tatsächlich unabhängig besetzt sind. Andere Modelle wären, dass der Anleger zahlt. Hier gibt es natürlich auch die Gefahr von Interessenkonflikten und auch die Möglichkeit, dass es zum Trittbrettfahren einlädt. Also hier muss man sich überlegen. Die dritte Möglichkeit wäre eine leistungsabhängige Bezahlung, also eine Anzahlung und die endgültige Zahlung erst dann, wenn man weiß, wie gut dieses Rating ist. Und der letzte, aber wichtige Punkt ist, wir müssen eine Haftung einführen. Ratingagenturen müssen für das, was sie tatsächlich leisten, auch tatsächlich gerade stehen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten sie haften lassen. Natürlich nicht für das Rating per se, aber für Versäumnisse und für Nachlässigkeit bei ihrer Arbeit. Dankeschön.